eigentlich? Wir können da mal durchgucken schnell. Ob hier vielleicht doch noch irgendwo eine Moorleiche sich rumtreibt. Waren wir hier schon mal? Ja. Hier waren wir mit Sicherheit schon mal gewesen. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal dreimal gebratenes Fleisch nochmal machen. Ja, sehr lecker. Und dann noch einmal, ja, sechsmal Hähnchenkeulen. Ja. Sieht richtig lecker aus. Ja, das werden wir auch irgendwann noch snacken. Wenn es verschimmelt ist. Aber so wie es scheint, wird es hier nichts mehr sein. Nee. Hier ist nichts mehr. Aber hier oben ist noch irgendwas. Ach, da waren wir gerade, oder? Nee. So, da hinten ist das Banditenlager. Ich höre immer noch Geräusche. Ich denke, das sind noch irgendwelche Viecher, die hier noch überlebt haben. Wer ist das? Ich muss erstmal wieder einen Überblick. Ach, das ist ja unser Doc. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du es. Ah, okay. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Oh, Pfeile hat er. Rostige Schwerter, ein wilder Bogen, ein Ring, Flügelschere, naja, ein kaltes Herz, Stachel kann man gut bei Händler verkaufen. Ja. Mana-Pflanze, einmal Tee, Wasser, aber sonst hat er eigentlich nichts Besonderes. Was ist das? Ein Kiefermeißel, damit kann man Rotwürmer in ihre Zähne herausbrechen. Okay. Du kriegst erstmal von mir eine Möhre. Dann diesen Flügelstaub. Die Zähne. Ja, vielleicht alle sechs. Die Fackeln behalten wir mal. Die werden wir noch gebrauchen können. Und eigentlich könntest du auch dann. Nee, unsere Axt behalten wir. Hier, komm, den Apfel kannst du haben. Unsere Pfanne behalten wir. Dietrische. Bier, 4 Wert. Borgwurzel. Die behalten wir aber. Die leeren Fläschchen auch erstmal. So, was haben wir denn hier noch für Pflanzen? Kraut nicht. Das können wir mal noch mit verkaufen. Der Mana-Pilz, den können wir auch mal verkaufen. Was haben wir jetzt noch mitverkauft? Die Orgewurzel kriegst du nicht. Die Mana-Pflanze kannst du noch haben. Das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Das Gold kann man verkaufen oder Schmuckstück draus schmieden. Da kriegt man aber sehr wenig, deswegen behalten wir das erstmal. So, ich muss mal kurz rüsten. So, Verzeihung. So, da haben wir jetzt schon 500 wieder. Und wenn wir 10 mal Kraut finden, haben wir ja schon wieder 70 Goldstücke extra noch mit dazu. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwo noch Kraut war. Hier ist der. Was liegt denn da? Kann man das mitnehmen? Nee. Aber hier bräuchten wir, glaube ich, nichts mehr machen. Hier oben sitzt noch einer, den fragen wir mal. Und Minze haben wir hier. Hallo. Was machst du denn hier oben?
mich verstecken. Du bist ein Arbeiter. Du bist ein Arbeiter? Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Werde ich auch nicht mehr. Erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Was denn? Über das Graben? Das kann jeder, auch du. Du schnappst dir eine Schaufel und suchst dir eine sandige Stelle an einer der Ausgrabungsstellen, die vielversprechend aussieht. Dann steckst du die Schaufel in die Erde und gräbst. Wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar was. Probier's doch mal aus. Okay. Wovor versteckst du dich? Wovor versteckst du dich? Vor der Arbeit. Aha. Nein, nein, nicht was du denkst. Ich mache gerne meinen Job. Aber an meinem Arbeitsplatz, mitten im Sumpf an der Ausgrabungsstelle, sind so eklige Insekten. Wenn die Kämpfer die Dinger nicht endlich wegmachen, gehe ich nicht wieder zurück an die Arbeit. Wer von den Kämpfern ist denn für deine Ausgrabungsstelle zuständig? Ricardo ist mir zugeteilt worden. Er war aber lange nicht mehr da. Naja, er wird bestimmt bald wieder an der Ausgrabungsstelle auftauchen. Wer weiß. Ich werde mal Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ich werde mal mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ja, bitte, tu das. Ich warte so lange. Ja, okay, gut. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja, wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich's dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. Was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? Hab davon gehört. Ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben. Ach. Ja, ich wollte es gerade bergen, da kamen diese riesigen Insekten. Ah. Verstehe. Oh. Deine ekligen Insekten sind weg. Du kannst wieder zur Arbeit. Sind sie auch wirklich nicht mehr da? Nein, wirklich nicht. Da folgen wir denen auch gleich mal. Dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen, was? So, aber Schnellfeuer tun wir mal hier noch was nehmen. Das gucken wir uns gleich an. Oh, wo ist er denn? Da, den folgen wir jetzt mal. Damit wir wissen, wo denn seine Ausgrabungsstelle ist. Eine Schaufel haben wir. Nicht. Oh, ach so, stimmt. Auf dem Friedhof war eine Schaufel gewesen. Ah. Na gut, da laufen wir jetzt erstmal denen hinterher, dass wir erstmal wissen, wo das ist. Sägeblock. Ist hier vielleicht Ricardo gleich noch? Nee, ach hier. Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Gut, okay. Ist das noch unser? Danny, ja. Lalala. Lalala. Meint der vielleicht sogar hier? Eine sandige Stelle. Ne, der meint hier. Na wunderbar, na gut. Da tun wir jetzt erstmal... Hier haben wir noch was vergessen. Haben wir denn noch eine Schaufel bei irgendeinem von diesen Händlern gelassen? Wir können jetzt erstmal wieder mit Proga reden. Dein Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Na und? Wen interessiert das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mir damit auf den Sack zu gehen? Geht so. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Ich hasse dich. Okay, gut. So, aber wo kriegen wir jetzt mal noch schnell eine Schaufel her? Handeln können wir. Oh, den hätten wir ja besorgen können. Wir haben alles verkauft. So, hier war doch irgendwo. Da hinten ist es. Da gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwie doch noch was herausschlagen können.
Oder vielleicht noch eine Schaufel finden. Wenn nicht, gehen wir mal schnell hoch. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Der hat eine Schaufel und eine Säge. Das würde uns zusammen 45 kosten. Und eine Spitzhacke hat er, aber wir nehmen mal das hier. So, Ende. An seiner Ausgrabungsstelle hat er Insekten gesehen. Kann man an die Truhe dran nehmen? Ach Quatsch, an seiner Ausgrabungsstelle hat er ein goldenes Schwert gefunden. Haben wir das vielleicht auch schon gefunden? Ich weiß es gerade gar nicht. Warten da jetzt. Wo ist denn unser Grabefreak jetzt hin? Nicht mal in Ruhe schlafen kann man. Ich fürchte, es wird keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen. Ach ja? Habe ich mir schon fast gedacht. Egal. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Okay. An seiner Ausgrabungsstelle hat er irgendwas gesehen. Jetzt ist die Frage, wie können wir graben? Ich nehme mal hier in die Schaufel und tu die mal. Nee, das geht nicht. Vielleicht auf die 3. Vielleicht an sich in die Waffenhand. Auch nicht. Ja. Und wenn man das so macht? Auch nicht. Ja, Hier ist aber auch keine Sache, wo man irgendwie extra graben könnte. Handlanger. Er hat an seiner Stelle eine einfache Truhe. Ist da noch was drin? Ich bezweifle es. Ja. Aber hier sind ja sandige Stellen. Vor allem hier. Und warum kann man jetzt hier nicht graben? Willst du Ärger? Nein. Das Ding weg. Ah, ja, will ich doch gar nicht. Du bist nicht so blöd, wie du aussiehst. Wer bist denn du überhaupt? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja, das weiß ich jetzt im Moment noch nicht, wie man hier graben kann. Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Stärke, dass wir wieder noch ein bisschen stärker werden. Stärke ist immer gut. Ich sehe gerade gar nichts. Automatisch gespeichert, warum auch immer. Ach, da können wir uns draufsetzen. Nee, das wollen wir nicht. Genug ausgeruht. Ricardo, ich glaube Ricardo war für die Stärke verantwortlich. Kannst du mich in Kampf unterrichten? Kannst du mich in Kampf unterrichten? Armbrust, nee. Bank, nein. Bringen wir was Kämpfen bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Schwert kostet mich 300. Das könnten wir erstmal machen. Stärker werden. Gut so. Dann können wir Schwert noch machen. Unterrichte mich im Schwertkampf. Bisher hast du nur gelernt, wie du deinen Gegner frontal angreifst. Aber besser ist es, wenn du abwechslungsreicher kämpfst.
Benutze Seitenschläge. Hört sich gut an. Ist es auch. Zusätzlich kannst du den Schwung eines seitlich geführten Schlages nutzen, um einen weiteren Hieb zu führen. Dafür musst du deinen ganzen Körper einsetzen. Dann machst du mehr Schaden. Gut zu wissen. Können wir jetzt noch... Ja. Können wir nicht mehr. Ich will spielen. Ich will spielen. Ich werde Broker in der Arena besiegen. Besorg dir erst mehr Gold. Okay. Aber wir werden es mal versuchen, da werden wir... Das wäre es ja, wenn wir jetzt schon Broker besiegen dürften. Es wäre mir eine Ehre. Handlanger, ich will auch mit daran. Wow, aus der Suppe, wo der gerade dieser Handlanger rausgetrunken hat. ...200 Goldstücke. Aber dann haben wir am Ende 400. Und können dann das gleiche wieder nochmal in was investieren. Wie viel braucht man überhaupt noch, bis man... ...irgendwas hier unten war das? Nein? Ja, genau hier. Ja, Kleidung bräuchten wir auch mal. Stärke haben wir 30, das ist gut. Lernpunkte haben wir keinen mehr. Schwertkampf sind wir schon bei Stufe 3.